Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lumberjack's Destiny. Ich habe hinten die ganzen Quests soweit erledigt. Wie ihr oben rechts seht, benötigen wir noch einen Baumstamm, den wir zurücktragen müssen. Ich musste leider mittlerweile schlafen, es ist ein neuer Tag. Wir porten uns einfach mal rüber, indem wir unser nochmal klicken. So, jetzt sind wir da. Irgendwo hatte ich, glaube ich, auch einen liegen gelassen. Also ich bin auch noch mal mit dem Lückentrecker von unten und von zu Hause aus komplett hier hochgefahren, weil es war noch eine volle Anhängerladung Holz, die wir abgreifen konnten, die ich dann dementsprechend hier unten wieder reingeschmissen habe, damit wir das zu verarbeiten haben. Ne? Es hat eine Weile gedauert, bis ich zu Hause war. Wir wissen jetzt nicht, was wir bekommen, aber irgendwo. Ich hätte mir den, glaube ich, mal separat legen sollen. Hatte nur einen extra überlassen. Weiß ich ganz genau. Da ist er. Einen brauchen wir noch. Den legen wir jetzt rüber. Dann haben wir die Quest erledigt. Gucken wir mal, was wir da Schönes kriegen. Vielleicht bringt er uns jetzt das Angeln bei, ne? Irgendwas war ja damit, ne? Guck mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. So. Einmal abladen. Geht zurück zu Mary. Aber kein Spaß hier mit dem Trigger hier hoch und hier runter, ne? Die Arbeit So, ist Mary. getan. Ich bin wegen meiner Bezahlung hier. Leider hat sich eines meiner Schafe vor dem Lärm erschreckt und ist weggelaufen. Kannst du es bitte für mich finden? Meine geliebte Tinkerbell. Ich habe solche Angst, dass sie sich verletzt hat. Bitte. Oh, bitte finde sie und bringe sie sicher zurück. Ich gehe und suche nach deinem Schaf. Bitte beeil dich. Sie muss schreckliche Angst haben. Aha. Hier können wir anscheinend auch noch ein bisschen was abholzen, sehe ich gerade, ne? Ein Reparaturauftrag. John und Harry, wir gehen mal einfach in die Kirche. Kannst du das glauben? Finde das verlorene Schaf. Langsam finde Holzfäller, ne? Die jetzt schon gemacht haben hier, ne? Schafe. Schafe suchen wir. Natur, bald Wildschweine. Ich laufe jetzt gerade nur hier, weil ich die Pilze gerne haben würde. Ist schön. Ich weiß jetzt auch noch nicht mal, ob ich in der richtigen Richtung bin. Ich vermute aber, nein. Fängt das Spiel so los? Aber nicht. Bei den Fehlern, bei den Bugs, die hier alle drin sind. Also wir haben da gesägt, ne? Wir haben hier gesägt, wie die Größen. Das Schaf hat sich erschreckt. Da waren die Schafe. Da sind die Schafe und dann gehe ich ganz einfach mal davon aus, dass wenn überhaupt irgendwo was sind die. Aber 6:36 Uhr.
Das Lustige ist auch, gesägt haben wir gestern, ne? Was, ne? Was grüne? Und weiten als wenn. Schäflein. Ja, ehrlich gesagt, weiß ich jetzt nicht. Und es mit dem Auto hier rumzufahren oder scharf. Wahrscheinlich fahren wir uns halt mehr fest wie alles andere. Ja, ein paar Pilze mit. Und nicht schaden. Da sind sogar zwei. Machen wir noch einen nebenbei auf Pilzsammler. Mich bei der ganzen Sache halt nur so ein bisschen. Irritiert ist halt. Sport. Buschtrimmer. Finde das verlorene Schaf. Alter, die wollen uns doch nicht. Ernsthaft? Das ist nicht den ihr Ernst, oder? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich da hinten hinfahren soll, ne? Das wäre. Tada. Richtigen Bug gefunden. So. Bin gerade ein wenig sprachlos. Ich finde es halt ein bisschen übel, dass man immer so Leine anhat. Beats-Anzeige. Nehmen wir aber den hier stammt mit, ne? Und sagen, hier kommt, haben wir verkleidet. Hier ist das Schaf, Wildschwein da. Ein paar Pilze finden wir noch. Pilze sind bei mir. Erdbeere. Erwischt. Danke. Scheint er. Ja, ich habe keine Ahnung. Scharf sein soll. Und mal in diese Richtung, nur mal grob. Ein Schluck Kifflein. Hat gefreut, aber nein, es ist weh. Ey, das Reh ist so nicht über die gesamte Map, ey. Das kann doch nicht sein.
ganz ehrlich, ne, das Dreckvieh gehört erschossen, ne? Fertig, aus. Aus die Maus. Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich weiter in der Schaf suchen soll, oder ob ich sage. Rotdicken. Zu mit euren scheiß Schaf. Also ich mache mir jetzt keine große Hoffnung für das Schaf, ne? Dann latten wir das ganz einfach erstmal mit dem Schaf. Gucken wir irgendwann nochmal ein anderes Mal. Wir müssen diese Quest ja jetzt nicht sofort erledigen, ne? So ist es ja jetzt echt. Pilze mit. Oh ja, das lohnt sich hier vorne. Gucken, was wir nochmal können, dass wir Pilze machen können. Und dann gehen wir zum Auto. Und wenn wir da unten in der Ecke sind, da schauen wir da. Ist kein großes Bild raus, dann ist es so, ne? Buschtrimmer, Reparaturauftrag. Diese Mission wird jetzt verfolgt. Das ist schön, dass wir diese Mission verfolgen wollen. Wir nehmen mal den Geschäftspartner. Unsere Mission an auszahlen, um das Sägewerk zu übernehmen und ein angesehener Bürger zu werden. Das ist total toll. Was haben wir hier? Hier haben wir Transportmissionen. Ne? Wir fahren mal. Gucken wir uns das Schauspiel. Schaf tut mir leid. Aber ich hoffe jetzt hier nicht. Vor allen Dingen sehe ich 5 Stunden für die Gegend. Schaf. Besten Willen nicht. Natürlich werde ich halt irgendwann nochmal versuchen, ne? Gar keine Frage. Aber dann hört es wahrscheinlich offscreen und wenn ich es dann finde, dann hole ich euch da rein. Ne? Quer durch die Gegend. Ich glaube, warte mal. Haha. Ich bin ja froh, ne? Ich bin ja froh, dass was. So. Schaf gefunden. Doch eine ganz schöne Ecke, ne? Hab da geguckt, ne? Hier, machen wir nochmal die Map auf. Hier ungefähr, ne? Diesem Bereich ist das Schaf. Wenn's denn immer an derselben Stelle ist. Wenn es denn immer an derselben Stelle ist. Ja. Festhalten. Blödes Mischstück. Ja, guck doch so dämlich. Da ist es. Haus aus den Augen verloren? Ja, nicht so schön, ne? Ihr habt deinen Job, Mary. Dein blödes Schaf. Du weißt,
Ich komme hier nicht rüber. Nur ist da hier. Du bist ein wahrer Held. Ja. Vielen Dank, dass du Tinkerbell gerettet hast. Wirklich? Hier ist der Lohn für die Arbeit das im Wald. Und ein Bonus für Tinkerbell. Danke. Was gibt's denn? Ja, wenn ich es nicht selbst gesehen hätte. Er kann es einfach nicht für sich behalten. Boah, keine Ahnung, wie viel Tinte es jetzt geben wird, ne? Circa 1.000, 1.500. Na ja, gut. Du schon wieder? Hab gehört, du hast das Schaf meiner Frau gerettet. Das habe ich, ja. Ha, vielleicht doch nicht so sehr ein Stadtjunge. Ach, sieh mich nicht so an. Lass uns stattdessen angeln gehen. Komm mit. Alter! Mach doch mal Gas, Alter. Geh mit John angeln! Dann gehen wir mal mit John angeln. Sag mal, kannst du dich auch für irgendeine Richtung entscheiden, sag mal, Kollege? Alter Schwede. Ist ja mal richtig heftig. Was läuft der denn für ein Quatsch, ey? Schnelleres Gehen, ne? Kann laufen. Schnelleres Gehen. Wären dich noch Bretter? Ach nein, haben wir nicht. Von der Bauaktion. Gewächshaus schon verwertet, ne? Also ist diese Mission da unten, finde da scharf eine andere, ne? Mein Auto steht mitten auf der Straße, Kollege, ne? Nur so nebenbei. Bin nicht mitten auf der Straße angegangen. Straße rennen, ne? Die Grünfläche, ne? Da hätten wir auch mit dem Auto fahren können. Hier der Ansehen bekommen haben. Also sportlich sind sie ja hier anscheinend in der Gegend hier, ne? Ja, jeder andere, also ich persönlich bin mit dem Auto gefahren, ne? Ziel aktualisiert. Hier mit Journal. Guck mal. Da unten. Was war unsere Angel auf? Weil nehmen wir. Oh, F5. F5. So, hier. Guck. Hab die Angel in der Hand, Junge. Will aber auch so eine Grundangeln haben, Idee. Das ist der perfekte Ort, um Forellen zu fangen. Okay. Hier, nimm diese Angel. Jetzt zeige ich dir, wie das geht. Jetzt noch eine Angel. Verschlossen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da fertig sind oder nicht fertig sind. Ich kann es dir nicht verraten. Aha. Ich kann aber hier immer noch nicht verraten, wie es wirklich funktioniert, ne?
Das Problem ist einfach, dass ich es nicht nachvollziehen kann. Wie zum Geier das wirklich so funktioniert, ne? Okay, ich fühle mich erledigt. Dieses Angeln ist nicht, ist, also wer angeln möchte, ich mache jetzt ganz einfach mal ein bisschen Werbung, ne? Rushing, Fishing, viel. Das ist ein hammergeiles Angeln. So, Geschäftspartner, okay. Sind wir fertig mit dem hier, ne? Glaube ich zumindest. Hallo. Soll ich mit John? Ich freue mich, dich zu sehen. Angeln, große irgendwas. Möchtest du handeln? Nee, oder irgendwas, okay. Gut, winke, winke. Ciao. Tschüss. Bis dann. Drücken wir die Map. Drücken wir unser Auto. Dann fahren wir ganz kurz nach Hause. Aber wir können ganz kurz einmal. Hier wollten wir hin, ne? Die Transportmission. Das kann natürlich sein. Zumindest einmal eins angucken oder zumindest einmal gucken, was er denn haben möchte. Also nur noch mal so mitschreiben, ich guck mal ganz kurz aufs Datum. 25. Mai, ich glaube Ende April ist dieses Spiel rausgekommen. Es ist noch kein weiterer Patch gekommen, um irgendwelche Bugs zu beheben, wo die Autos hier zum Beispiel in den Asphalt reinglitschen. Den Tag war mein Auto hier halb mit dem Reifen in der Erde. Gestern die Fahrt mit dem Trecker. Im Anhänger mit dem Bäumen drauf war sagenhaft. War nicht schön. Irgendwie als wenn irgendwo der Trecker immer hängen geblieben ist. Ne? Also es ist. War nicht schön. So, ich fahre jetzt querfeldein, weil ich kann. Ich sehe nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt. Aber wenn ich jetzt ne, so hier Map aufmache, sehe ich nicht. Gut, ich muss wahrscheinlich sehr weit reinscrollen oder so, keine Ahnung, damit man das irgendwie ein bisschen deutlicher erkennt, wo man hier vielleicht eventuell hin muss. Ne? Aber wenn man so guckt, sorry, ist für mich ein bisschen unübersichtlich. Ich kann mich nicht um alle kümmern. Waren wir hier schon? Ich mach das fast die ganze Zeit. Ja. Ich sprich sie einfach mal an, wa? Ich bin gerade beschäftigt. Bist gerade beschäftigt, okay. Und hallo. Du? Gut dich zu sehen. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Nicht jetzt, tut mir leid. Ja, auch nicht. Bis dann. So, du vielleicht? Hallo, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Ich möchte, dass dieses Paket so schnell wie möglich geliefert wird. Okay, schön. Sprache fehlt auch. Und denk daran, selbst zu liefern. Ich will es nicht in der Nähe öffentlicher Verkehrsmittel sehen. Ja, ist okay. Sicher kein Problem. Belohnung 382 Euro. Sicher kein Problem. So, wo muss das Paket jetzt hin? Dahin. Gemischt waren. Wir sind jetzt einfach mal ganz fies. Hehehe. Oh. Geil, ne? Leute, was ist das? Der gesehen, Quest abgebrochen, ne?
Ja, ihr seht, Quest abgebrochen. Quest nochmal wieder? Natürlich nicht. Ne? Hallo, schön dich zu sehen. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Nicht jetzt, tut mir leid. Ich muss gehen. Ja, und so einfach macht man halt einfach keine Quests. Also, wenn, dann sollte er vielleicht zusehen, dass er halt, ja, vielleicht dann, ich habe gerade gesehen, wie man es nicht macht, ne? Nächstes Mal sind wir ein bisschen schlauer, dann machen wir das nicht. Ich würde einfach sagen, wir fahren jetzt nach Hause, dann hole ich den LKW mal zu unserem Höflein und dann gucken wir irgendwann mal, was denn da weitermachen. So wie hier jetzt, ne? Also ich komme jetzt, ne, muss rechts rum, okay. Ja, ich habe gerade geguckt, wie lange wir schon die Aufnahme geht. War gerade mal ich. Also circa 5 Minuten immer noch. Aber gibt jetzt, glaube ich, gerade nichts mehr Interessantes, was wir jetzt gerade zusammen machen können, ne? Eins der Interessante, was mich jetzt nochmal interessiert ist. Wie teuer ist der andere kleine Bäcker? Das ist das, was mich. Wir haben 30.000. 45.000. Der hier, der würde mich. 34.000, okay Leute, da sind wir noch eine ganze Ecke von weg, ne? Aber eine ganze Ecke. Okay. 34.000. Was haben wir denn? 4.000. Warte, wieder hochfahren, ne? 14. So. So. Gut, dass man die Quest jetzt nicht wieder annehmen kann. Keine Ahnung, ob man das so machen muss oder nicht. Weiß ich nicht. Fahren mit dem jetzt erstmal auf den Hof. Ein so, dann gehen wir mal raus, gehen wir mal zusammen in unser Gewächshaus. Ein bisschen was haben wir schon repariert. Ne? Hier ringsherum habe ich noch ein bisschen was gemacht. Öffnen. Unser Gewächshaus ist auch ein bisschen was gekommen. Die brauchen anscheinend ein bisschen länger. Hier ist noch alles im grünen Bereich. Machen wir einfach mal an. So. Aha, jetzt. Ja, Water. So. Dann holen wir jetzt endlich mal unseren LKW, den wir die ganze Zeit immer so dringend schon haben wollten. Ne? Bin ich auf dem richtigen Weg? Ja, immer folgen. Den fahren wir jetzt schnell noch nach Hause. Da fahren wir dann glücklicherweise doch relativ zügig hier gefunden. Ja, relativ zügig. Ist relativ, ne? Relativ zügig ist relativ. Ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass ich das mal gar nicht finde. Ne? Dass ich hier irgendwann mal, keine Ahnung, 3-4 Stunden irgendwie verbrauche und es dann irgendwie finde und euch das dann irgendwie reinschneide, wo es halt war oder ist. Ne? Weil es gibt halt irgendwie gar keine Anhaltspunkte.
bisschen heftig. Wenn ich ehrlich bin. Ja, zumindest irgendwie in der Richtung. Sorry, Mann. Das wäre schon echt nice. So. Haben wir unseren LKW auch endlich auf den See gewerkt dann. Jetzt halt noch ein bisschen, genau, jetzt haben wir den liegt irgendwie den durch fast noch fahren. Wir haben den mehr oder weniger. So, dann machen wir einfach mal. Ich weiß beim besten Willen nicht, wo die Palette. Ach doch, ich weiß, wo die Palette herkommt. Wollte gerade rausposaunen, ich weiß beim besten Willen nicht, wo diese Palette herkommt, aber doch. Wir kriegen auch noch ein paar Paletten Holz, ne? Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Von der Fuhre mit den Bäumen, ne? Hier runter. Ja, geht's langsam ein bisschen zur Neige. 52 Zentimeter. Hier sind auch welche raus. Da fehlt eins, ne? Ansonsten sind die auch schön voll, ne? Weiß es nicht, vielleicht machen wir einfach mal eine Woche schlafen. Weiß jetzt nicht, wie viele Paletten wir hier kriegen, ne? Aber das habt ihr jetzt auch schon oft genug gesehen. Das würde ich jetzt einfach ausprobieren, wieder hin und her fahren. Dann halt dementsprechend einfach mal gucken, ne? Da hätten jetzt trotzdem schon wieder ein paar Bäume reingefallen. Oder hat er alles verarbeitet? Nee, hat er alles verarbeitet. Okay, Ladies and Gentlemen, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag, je nachdem, wann ihr euch diese Folge einschaut. Ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.